Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg zockt. Eine neue Saison steht an, die zweite, die nehmen wir jetzt in Angriff. Und ja, es gab ein paar gute Kommentare, wie man das auch aufnehmen könnte. Zum Beispiel, dass man ja mit das Qualify ein bisschen streckt, dafür die Trainings weglässt oder beim Training die letzte Variante nimmt und so weiter. Ich habe mich aber dafür entschieden, wir machen das mehr oder weniger gleich wie bisher, weil das hat sich aber irgendwie bewährt, irgendwie finde ich zumindest. Wir machen jetzt die Karriere weiter, wir gucken, was passiert, gibt es da noch eine Zwischensequenz oder geht das reibungslos weiter? Ich glaube, als erstes haben wir jetzt Vertragsverhandlungen. Zum Fahrzeug möchte ich noch sagen, ich möchte auch bei Ferrari bleiben. Ich möchte dort gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ja, mit verbessertem Fahrstil ganz einfach und mit auch ein bisschen verbessertem Wissen natürlich. Ich weiß jetzt immerhin, dass die grünen Reifen dafür da sind, wenn es ein bisschen regnet und die blauen sind dafür, wenn wir eine Überschwemmung haben, dass man da doch noch irgendwie durchkommt. Ja gut, wir setzen einfach mal fort. Ich glaube, es geht jetzt gleich relativ schnell in die Vertragsverhandlungen. Und wir können natürlich, wenn wir jetzt sehen, dass wir mit Ferrari allen davonfahren. Wir sind jetzt mit der KI immer noch auf 60, also die unterste Stufe von schwer. Wenn wir allen davonfahren. Ach nee, das ist natürlich auch noch, aber das werden wir kappen. Dann werden wir einfach in der Saison drin das Team wechseln. Das geht ja auch. Einfach statt, dass wir den Vertrag verlängern, wechseln wir dann das Team. Anfangen tun wir aber, würde ich vorschlagen, tatsächlich mit Ferrari, weil hier haben wir auch, wie soll ich sagen, uns eine Grundlage geschafft. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause und nächstes Jahr weiter so. Natürlich, cool. Hey, haben wir es doch noch gesehen. Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt, aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Ja, okay, da eben Vertragsverhandlungen. So habe ich eigentlich aufgehört in der letzten Folge, das hat es aber nicht mehr aufgenommen. Ich hatte ja da lauter technische Probleme, da stieg die Stimme aus. Im Moment läuft sie, ich werde das jetzt ein bisschen mehr im Auge behalten. Jetzt habe ich nochmal was weiteres zu tun, schön. Ich muss DRS aktivieren, ich muss gucken wegen den Reifen und ich muss nebenher noch gucken, ob meine Stimme weiterhin aufgenommen wird. Aber ich habe nochmal ein bisschen was verändert, also es müsste jetzt gehen. Vorher habe ich eine Folge Transportfieber aufgenommen, da ging es problemlos. Also von daher, ich bin guter Dinge. Die Aufnahme läuft auch immer noch, das ist auch okay. Dann heißt das, dass wir jetzt hier mal gucken, Vertragsverhandlungen beginnen. Erwartete Qualify-Platzierung, erster, erwartete Rennplatzierung. Wir werden hier mal, jetzt sind wir hier auf der 7. Nö, da machen wir schon mal Qualify, können wir schon mal, sagen wir mal, dritter. Weiter geht's gar nicht. Erwartete Rennplatzierung. Dritter ist auch okay, zweiter Fahrer können wir auch lassen, Teamziele schwer lassen wir auch. Unser Wert wäre noch ein bisschen höher. Was passiert, wenn ich das so mache? Dann müsste er eigentlich noch zurückgehen. Naja gut, wir lassen es so, wie wir es haben. Das müsste eigentlich passen. Hier könnte man natürlich noch ein bisschen was machen. Wir sind eigentlich wertvoller, als wir es jetzt hier im Vertrag drin haben. Kleine Upgrades. Machen wir das mal auf die 2. Und gucken, was da genau passiert. Upgrade-Geschwindigkeit habe ich jetzt gemacht. Rennbonus hätte ich hier gerne auf der 2. Das haben wir auf der 2. Das machen wir auf die 3. Das haben wir auf der 2. Das machen wir zum schnellsten. Vertragswert. Jetzt steht da irgendwie nichts. Wenn du selber konzentrierst, werden die Stops schneller. Das ist soweit klar. Ich würde sagen, wir schlagen das mal vor. Mal gucken, was sie meinen. Das ist doch gar nicht so verkehrt, was wir hier eingestellt haben. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Sehr gut. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Ja, das denke ich doch auch. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Und das müsste dann, glaube ich, Australien sein. Okay, wir haben das soweit. Wie gesagt, wir werden... Ach, ich kann ja hier eigentlich noch, das habe ich noch nicht gemacht, dass ich irgendwie mal einen Rivalen nochmal einstelle. Wir haben den Herrn Vettel natürlich. Rivalen auswählen. Hier siehst du eine Liste der Fahrer, von denen du einen zu deinem Rivalen ernennen kannst. Je schwieriger es ist, einen Fahrer zu schlagen, umso höher ist der Respekt, den du vom Fahrerlager erhältst. Ja, allerdings verlierst du die gleiche Menge an Respekt, wenn du Zweiter wirst. Das ist klar. Ich also nicht. Ja, immer. Sollen wir den Herrn Butler nehmen? Das ist ja eigentlich sowieso unser Mega-Kontrahent von früher. Weber ist unser Kumpel. Plus 10%. Ich würde sagen, wir nehmen den mal. Gewonnene Rivalitäten. Möglicher Respekt. Ja, das machen wir doch. Was haben wir denn hier noch, wenn wir schon gerade mal hier sind? Fahrermeisterschaft 0. Gesamtpunkte. Okay, der Falke.
Genau. Gut, wir gehen zur weiteren oder zur nächsten Saison. Beziehungsweise wir haben hier noch Nachrichten, eine Besprechung. Du hast dieses Wochenende, jawohl, Emma, das ist wieder ein Interview und noch ein Transkript. Wir kennen das, sie erzählen dann halt die Story leider so weiter, statt dass da Zwischensequenzen sind. Das gefällt mir nicht so. Aber ich würde sagen, wir düsen zur nächsten Saison. Jetzt bin ich gespannt, ob das tatsächlich irgendwie vielleicht doch noch irgendwie Zwischensequenzen oder so generiert, das Ganze, oder ob es jetzt einfach nahtlos, ja, rüber geht nach Australien. Wir werden es gleich wissen. Übrigens nehme ich jetzt allererstes zum ersten Mal am helllichten Tag auf. Normalerweise spiele ich Formel 1 abends, aber das, ich bin ein bisschen im Verzug. Deswegen mache ich das jetzt am Nachmittag. Ist auch schon wieder ordentlich warm. Zurück. Ich hoffe, du bist ausgeruht und startbereit. Letztes Jahr haben sich Team und Auto nicht so weit entwickelt, wie ich gehofft hätte, aber diese Saison wird das sicher anders. Ja, Karl, in der letzten Saison habe ich die ersten 10 Rennen, glaube ich, überhaupt nichts gemacht, weil ich es einfach nicht wusste. Okay, wir gehen mal gucken. Wir haben Nachrichten ohne Ende. Vertragsübersicht. Okay, 3-3, Fahrerstatus in der zweite, Rennbonus haben wir etc. Das ist schon mal gut. Zielupdate. Okay, Wochenschau, Fahrer, okay. Ja, ist Australien. Sehr gut, die Entwicklungen sind abgeschlossen. Trocken, das finde ich sehr schön. Fahrertransfers, Vettel. Ach, guck an, der Wechsel zu Haas. Magnusson geht. Und wer ist jetzt bei uns? Gasly wurde von Ferrari unter Vertrag genommen, das setzt Vettel. Okay, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber Vettel ist doch der bessere Fahrer als Gasly. Oder sage ich da jetzt was Falsches? Weil eigentlich müssten dann wir eigentlich die Nummer 1 sein hier bei Ferrari. Würde ich mal meinen. Aber okay, es ist wie es ist. Wir gehen mal noch, genau, zu Kollege Febau. Baum, Bau. Moment, kann ich hier was machen? Jawohl, entwickelt, gerne. Wie viele Punkte haben wir denn noch? 1500. Da müsste doch noch was zu machen sein. Entwickeln, gerne. Motorleistung, das ist immer gut. Dann haben wir noch 600. Dann können wir hier oben noch was machen. Machen wir auch. Energierückgewinnungssystem, gekauft. 100 haben wir noch, das reicht für nichts mehr. Dann schauen wir uns mal Kollege Motor an. Jetzt müsste hier ja alles neu sein. Jetzt weiß ich natürlich in dieser Saison auch, dass ich hier ein bisschen gucken muss. Wir sind ja in der letzten Saison, weiß auch nicht, die ersten 10 Rennen tatsächlich alle irgendwie mit der gleichen Ummel hier rumgefahren. Und die war ja völlig im Eimer. Am Schluss hat nur Motorschaden. Das wird sicher auch nicht mehr passieren. Also das hoffe ich zumindest. Gut, dann haben wir hier das erste Training. Und dann haben wir das zweite, das dritte. Wie gesagt, wir machen das jetzt gleich wie beim letzten Mal. Ganz einfach, weil es sich bewährt hat. Ich würde sagen, wir düsen mal zum Training und gucken uns die Strecke an, weil die kenne ich jetzt natürlich wieder nicht mehr. Aber ich werde sie schneller wieder kennenlernen. Das ist ganz klar, weil ich habe da schon ein Rennen gefahren. Wir läuten das Rennwochenende des heutigen aufregenden Grand Prix von Melbourne direkt auf der Strecke ein, denn das heutige Training beginnt in wenigen Momenten. Ja, ich bin gespannt, wie wir jetzt fahren. Das müsste besser sein wie beim letzten Mal. So, das war's schon mit dem Kommentar. Aha, wir können die ja auch... Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht soll ich die Kommentare jetzt abbrechen? Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkbar. Also probieren wir es mal aus. Okay, was wollte ich jetzt sagen? Egal, kann nicht so wichtig gewesen sein. Ah ja doch, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ich jetzt diese Kommentare abbrechen soll. Also diese Einleitungen meine ich. Weil die sind wahrscheinlich schon immer noch oder sind wieder gleich, wie sie halt bei der letzten oder in der letzten Saison waren. Irgendwie ist meine Stimme, meine Sprache gerade ein bisschen im Eimer. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Doch schon wieder zu viel aufgenommen irgendwie. Aber ich habe jetzt Bock, Formel 1 zu fahren. Eben. Ja, weil, ich weiß auch nicht, jetzt nochmal 10-mal hören. Es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Nee, ich fahre ja gleich. Vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ja, ach so, läuft da die Zeit schon ab. Okay, wir fahren. Ja, ich gucke, ich mache das, wie soll ich sagen, instinktiv breche ich das ab oder lasse es laufen. Okay, wir wollen zur Strecke und wir machen jetzt auch mal eine fliegende Runde. So, mal gucken, ja, wie die Strecke so ist. Ich hoffe, ich finde mich relativ schnell wieder rein. Ich habe übrigens auch nochmal auf euren Kommentar oder auf einen Kommentar von euch hin die Lenksättigung, oder wie sagt man dem, dass das Lenkrad nicht so eingeschlagen werden muss, da habe ich auch nochmal rumgebastelt. Man sieht, ich muss immer noch ordentlich einschlagen. Ich bin jetzt, wer sich bei Thrustmaster
Lenkrädern auskennt, bei 300. Ich glaube, ich gehe dann tatsächlich noch runter auf 250. Das heißt, man muss eben weniger steuern. Und hier muss man tatsächlich steuern. Allerdings, eben, jetzt geht es natürlich auch wieder darum, was machen wir mit Kollege Flügel? Das ist hier relativ gerade, allerdings man sieht, es ist nicht nur gerade, es hat ja auch ordentlich Kurven. Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, ausgewogen ist hier nicht so verkehrt. Aber kaum sage ich das natürlich, kommt hier dann eine relativ lange Gerade. Da müsste man gar nicht so bremsen. Das ist ein S, was man, glaube ich, relativ schnell fahren kann. Und jetzt hier am... Nee, doch nicht. Ja, ich bin schon wieder am Versuchen, rauszufinden oder mich zu erinnern, sagen wir es so, wie die Strecke war. Hier, genau, am Ende von dem Teil kommt eine S-Kurve, das weiß ich. Und zwar links-rechts. Das sind so die Stellen, die man sich irgendwie einprägen kann. Ja, ich denke mal, gar nicht mal so verkehrt eigentlich, das Ganze. Man merkt schon, oder ich merke zumindest eben, es ist viel einfacher, wenn man halt hier natürlich schon mal ein Rennen gefahren ist. Man erinnert sich so an gewisse Eckpunkte. Ja, das ist in Ordnung. Hier kommt nochmal eine relativ fiese Kurve, genau, das wusste ich noch. Und dann geht es ja wieder auf die Startzielgerade. Ich würde sagen, Kollege Flügel. Ja, ich mache das jetzt noch davon abhängig, wie lang ist diese Zielgerade. Wir fahren nochmal eine Runde. Wir fahren nochmal eine Runde und unter Rennbedingungen. Oh, Entschuldigung. Ausgerutscht. Sorry, wollte ich nicht. Gib ein Bierchen nachher. So, also unter Rennbedingungen heißt ganz einfach, dass ich versuche, möglichst schnell zu fahren. Was passiert eigentlich, wenn ich hier die Karre schrotte? Wenn man ja nicht mehr allzu viel auswechseln darf. Ja gut, wenn die Karre im Eimer ist. Oder kann das, anders gefragt, wenn ich jetzt hier einen Totalschaden habe, beim Auto, weil ich hier mal in eine Mauer reinfahre, kann ich dann das Fahrzeug nochmal ersetzen, wenn ich, also da, wenn ich noch eins habe, sagen wir es so, oder ist dann halt vorbei? Das habe ich ja auch schon mal gehört von wegen. Ja, dass halt irgendwie ein Team nicht zum Rennen eintreten konnte, weil sie die Karre geschrottet haben. Ja, das ist auch blöd, da muss man tatsächlich nochmal bremsen. Dass man aber auch immer überall nochmal bremsen muss. So, mal gucken, was wir für eine Runde haben. Aber im Qualify dann eine Chance haben auf die Pole, ich nehme es mal an. Aber eben, die Wahrheit, die liegt dann im Rennen, auf dem Platz sozusagen, auf der Piste. Und nicht... Ah, die Kurve muss ich mir merken. Die vorm Ziel, die ist tatsächlich nochmal giftig. So, wie sieht's aus? Jetzt? Ja, da kommt aber nichts von wegen schnellste Runde. Okay, wir brechen ab und gehen zum Qualify. Beende die Session. Jawohl. Da habe ich jetzt alles beendet. Ja, ist wieder verwirrt. Das glaube ich schon richtig. Immer wenn er verwirrt ist und wieder weiterfährt, dann stimmt's. Was ich da zusammengeklickt habe. Gelbe Flagge. Wegen uns. Jetzt alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen. Okay, das haben wir. Kommt jetzt schon die Presse oder kommt die überhaupt noch? Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage. Ich meine, wir spielen immer noch Karriere, aber wir spielen jetzt die zweite Saison. Vielleicht ist das tatsächlich nur in der ersten Saison, dass die Presse mit Fragen kommt. Nachrichten haben wir keine. Das heißt, das hier können wir simulieren. So, und dann geht es zum Qualifying. Und man hat gesehen, wir haben jetzt nicht die schnellste Runde gemacht. Aber was war das? Eine Zehntel, zwei Zehntel? Also machbar ist es wohl. Und sonst starten wir halt als Zweiter. Das ist ja auch okay. Ich möchte jetzt aber hier nochmal kurz, bevor wir zu den Nachrichten gehen, gucken, ob wir noch was machen können. Nein. Hier ist soweit okay. Das lassen wir mal. Dann gehen wir zu den Nachrichten. Saisonziele. Wir sind zuversichtlich, dass das Fahrzeug zu Beginn der Saison wettkampffähig sein wird. Okay, ich muss schnell gucken, ob noch alles läuft. Es läuft noch. Sorge dafür, dass du dein Fahrzeug ordentlich weiterentwickelst. Ja, ich gebe mir Mühe. Emma, die kommende Saison, sie wünscht viel Glück. Wettervorhersage Qualify, es ist immer trocken, das ist sehr schön. Und hier gibt es verzwickte Stellen, das haben wir eigentlich alles schon gesehen, als wir hier beim ersten Mal unterwegs waren. Ich muss eigentlich hier wieder rein, ich muss hier zurück und das Qualify starten. So, und jetzt haben wir volle Pulle. Wir haben jetzt die Flügel normal gelassen, auf ausgewogen.
Ich glaube, man hätte sie auch ein bisschen raufstellen können, um ein bisschen mehr Tempo zu generieren. Wir beginnen mit der heutigen Qualifying-Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Kein schönes Wetter, irgendwie ist es neblig, aber okay. Ja, dafür noch ein schönes Schiffchen, ist ja auch nett. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern? Eben, das ist das, was ich meine, das hatten wir halt tatsächlich schon. So, Autoeinstellungen. Ich könnte jetzt hier natürlich, soll ich doch noch raufgehen, damit wir den Vorteil haben auf der Geraden. Es hat ja nicht so viele Gerade. Oder Geraden. Ja, nee, ich lasse es. Ich lasse es hier mal auf ausgewogen. Ich möchte das mal testen, ob das so nicht auch geht. Also, wir gehen zur Strecke. Und dann mal gucken, dass wir hier eine schnelle Runde hinkriegen. Also, ein bisschen konzentrieren, Herr Heisenberg. Ordentlich bremsen. War da schon DRS? Ich glaube ja, das habe ich verdattelt, weil ich konzentriert war darauf, hier die erste Kurve zu erwischen. Das ist teilweise gar nicht so ohne, wenn man so aus der Box rauskommt. So, ja, oh, ja. Genau. Ich erinnere mich daran, als ich hier wirklich die letzten Male oder das letzte Mal gefahren bin. Es sind genau die gleichen Stellen, die Schwierigkeiten machen. Oder wo ich dann ein bisschen falsch reagiere, wo ich bremse, wo ich gar nicht so stark bremsen müsste. Und bei anderen, ja, bremse ich dann halt irgendwie zu leicht und dann hat man fast schon wieder Probleme. Jetzt haben wir hier vorne wieder dieses S. Da muss man eigentlich auch nicht wirklich bremsen, sondern einfach hier, genau, da könnte man den Bömmel noch mitnehmen, weil da war jemand enttäuscht beim letzten Rennen, dass ich den Bömmel stehen gelassen habe. Musste ich lachen. Aber eben, wir haben wirklich in fast jedem Rennen haben wir so einen Teil mal irgendwie noch als Andenken mitgenommen. Das gehört sich so. Man ist ja Gast hier, dann muss man doch auch ein Andenken mitnehmen. Oh, Kies, gar nicht gut. Hier nochmal eine hässliche Kurve und jetzt wieder auf die Start-Zielgerade mit ordentlich Schmackes. Nochmal DRS und was haben wir für eine Position? Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Ja, okay, bestens. Wir starten aus der Pole. Weil jetzt muss natürlich schon das Ziel, wenn wir jetzt schon mit Ferrari weitermachen. Und wir werfen noch einmal einen Blick auf uns. Wenn wir jetzt schon mit Ferrari weitermachen, dann muss das Ziel Weltmeister sein. Also, oder Zweiter zumindest. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt wirklich die ganze Saison bei Ferrari bleiben. Wenn wir bei Ferrari bleiben, dann muss wirklich da oben das Ziel sein. Das ist ganz klar. So, was ist mit Kollege Gasly? Wir führen schon in der Rivalität. Ja, weil wir die bessere Qualify-Dingens haben, nehme ich an. Gut, ist auch irgendwie logisch, wenn wir ja auf Platz 1 sind. Es geht weiter. Ich gucke nochmal ganz kurz. Gut gemacht. Das war eine Dankeschön. Tolle Leistung im Qualifying. Können wir hier nochmal? Ich würde sowas in der Art empfehlen. Mach mal. Okay, ihr seht, ich gucke jetzt hier wirklich regelmäßiger. Ganz bewusst. Oh, wir haben noch 2 Punkte. Ich glaube, dann können wir das hier abschließen. Gut, zurück zur Übersicht. Wir haben nochmal eine Nachricht von Jeff vor dem Rennen. Wir haben die letzten Monate wie besessen an dem Wagen gearbeitet, sogar an den Wochenenden, aber das Einzige, was jetzt zählt, ist das Rennen heute, sehe ich auch so. Also zeig uns, dass es die Mühe wert war und leg ein Rennen hin, das man so schnell nicht vergisst. Okay, er unterstützt uns aus der Box. Nett. Okay, dann können wir hier zurück und das Rennen starten. Australien, wir kommen. Was haben wir denn im ersten Rennen da erreicht gehabt? Das war ja das allererste Rennen der Saison, des Spiels, das wir gemacht haben. Ich glaube, das war irgendwo das Rennen ja, wird mit 10. Spannung erwartet und weiß der nicht Ort, mehr. Den wir alle nur allzu gut kennen, muss diesen Erwartungen gerecht werden. Albert Park. Hier beim großen Preis von Australien beginnt für uns die Geschichte dieser Saison. Lassen Sie uns das erste Kapitel gemeinsam schreiben. Das ist also der Albert Park Circuit. Knapp 5,3 Kilometer öffentliche Straßen, am Rennwochenende natürlich für den Verkehr gesperrt, formen einen holprigen Kurs mit einigen Bodenwellen. Um den See herum gibt es insgesamt 16 Kurven und in Kurve 1 und Kurve 3 passable Überholmöglichkeiten. Okay, auch ein Straßenkurs, das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Heute und für den Rest der Saison begleitet uns hier in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl. Der einzigartige und immer top informierte Stefan Römer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben gleich zum ersten Mal Gas.
Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zuallererst, Heiko, und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich Folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Um deine Frage zu beantworten, natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben. Aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison, und da willst du deinen neuen Teilen natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller, ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Ende des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Ja, wir gehen zum Start. Flügelverändern können wir nicht mehr. Parc fermé, ganz klar. Wir können nur noch losdüsen. Pole Position. Holen wir uns den Sieg. Ja, ich werd mir Mühe geben. Ob das jetzt im ersten Rennen gleich klappt, wir werden es gleich wissen. So, los geht der Spaß. Da steht der Kollege. Ja, das ist wieder kein guter Start gewesen. Wie gesagt, die Fahrhilfen sind noch an. Allerdings, der Bremsassistent, der ist auf niedrig. Den habe ich auf niedrig gestellt, allerdings schon vor 2-3 Rennen. So, dies noch als begleitende Information. Jetzt erstmal ein bisschen Konzentration. Wir müssen Hamilton nicht gleich schon in der ersten Kurve schlagen. Also überholen meine ich. Lieber ein bisschen Abstand, ich möchte ihm hinten nicht reinknallen und dann haben wir wieder einen Flügeldefekt. Und ich höre hinten, ja, oh, da schubsen sie sogar schon. Okay, wir haben die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen. Ja, machen wir. Ich versuche mal mit Hemi Baby, ich nenne den jetzt einfach mal so, ein bisschen Platz zu schaffen hier zwischen uns und dem Hintermann, dass wir beide dann das hier vorne im Prinzip ausfechten können. Ja, ein bisschen Abstand haben wir, ist aber noch nicht, was ich haben möchte. Ah, wieder starke Kurve, okay. Da gewinnt er dann immer gleich wieder ein bisschen. Das war ganz schlecht. Da hat er massiv Platz gewonnen. Ja, da verliere ich natürlich Tempo, wenn ich über die Wiese düse. Und jetzt wird es hier schon das erste Mal kritisch. Da kommen sie. Ich darf ja nicht mehr wechseln, mache ich auch nicht. Ich versuche, dass ich den hier wieder irgendwie kriege ich nicht, okay. Ja, man sieht schon, es ist halt tatsächlich. Die Position kannst du dir zurückholen. Ja, ja. Es ist KI auf schwer, also unterste Stufe. Ja, das hat nicht geklappt. Oh, im Gegenteil. Jetzt haben wir hier glatt nochmal einen Platz verloren, aber den kriege ich wieder. Ja, war risky. Und hat nicht geklappt. Es kann nicht immer alles klappen. Aber was ich halt von wegen ein anderes Team nehmen, was ich dann noch sagen wollte. Ich glaube nicht, dass das Spaß macht allzu sehr, wenn man wirklich immer einfach im Mittelfeld rumdümpelt und keine Chance hat, einen zu überholen, weil das Auto halt einfach, Entschuldigung, weil das Auto halt schwächer ist. Lieber so und an der Spitze mitfahren. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ja, den haben wir. Da hat es zwar wieder gekachelt, aber okay. Oh, und Hamilton ist da vorne schon mal weg. Wie viele Runden? 15. Okay. Zwei haben wir. Ich muss aufpassen, dass ich den Kollegen hinter mir ein bisschen auf Distanz halten kann und dass ich nicht hier vorne Hamilton aus den Augen verliere. Da muss man aufpassen, dass man nicht auf die Wiese kommt, okay, das bremst. Mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, wir haben vorne okay, irgendwie. Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Wir haben vorne einen Knoten im Blech. Das. Also damit können wir leben, würde ich behaupten. Aufnahme läuft, sehr gut. Da kommen Erinnerungen hoch. Von wegen, dass dann plötzlich irgendwie Kollege Audio stehen bleibt. Ich weiß jetzt nicht, wie wir uns hier schlagen. Ich fahre jetzt einfach mal. Ja, ist alles nicht gut. Ich muss immer wieder vom Tempo runter. Gefällt mir nicht.
Also schlagen im Sinne von, dass wir ein bisschen Platz zwischen uns und die drei kriegen. Auf der anderen Seite, dass wir hier nicht Hamilton völlig aus den Augen verlieren. Das darf natürlich auch nicht sein.